Ja, so nach 10 Monaten Corona-Modus habe ich jetzt noch mal im Kopf so eine kleine Zwischenbilanz gemacht. Wer sich informiert hat, der weiß so ungefähr, was Sache ist, dass da vermeintlich aus dem Hintergrund gesteuert eine Agenda abgespult wird und die Merkel, Spahns und Drossens Marionetten sind, die im Vordergrund agieren und dieses Programm irgendwie verkaufen müssen. Das tun sie mehr schlecht als recht, aber mal sehen, wie das weitergeht. Was ich noch traurig finde, dass zum Beispiel aus der Kultur und ja, aus der Kulturszene so gar keine Protagonisten rauskommen mit Kritik. Till Brönner hat mal was gesagt, von Peter Maffay habe ich mal was gesehen. Das ist aber verschwindend wenig. Also, das finde ich traurig, dass da alle vermeintlich den Mund halten, weil sie Angst haben, sie werden nicht mehr besetzt oder kriegen keine Aufträge mehr. Das wäre eine Gruppe, wenn die gewonnen würde, die könnte vielleicht auch noch was reißen, aber ja. Ja, was wird mit Berlin am 20. März? Da bin ich auch mal gespannt. Und auf was hoffe ich im Moment? Ich hoffe auf noch ein paar mehr Urteile, die belegen, dass irgendwelche Dinge eben nicht rechtens sind. Unwissenschaftlich oder schlichtweg falsch. Was noch? Ärzte, Wissenschaftler, die sich zusammentun und sagen, nee, wir machen das nicht mit. Proteste vom Verband der Hausärzte gab es jetzt. Die sagen auch, Lockdown geht nicht. Die Leute kommen hier alle nicht mehr klar. Tja, man kann, glaube ich, nur darauf hoffen oder ich hoffe darauf, dass diese Kritik wächst. Und dass dieses Hin und Her im Konjunktiv und dem Lockdown, was vielleicht werden könnte, die Leute jetzt auch mal wirklich in die Spur bringt und zu sagen, nee, jetzt ist mal gut. Ne? Die Pleitewelle rollt. Auch da hoffe ich, dass die Leute mal ein bisschen hochkommen. Ja, wir machen auf, habe ich noch vergessen. Mal schauen, was daraus wird oder geworden ist, wie viele Leute da mitmachen, mit welcher Konsequenz, wie Politik und Staat, Obrigkeit da reagieren, Polizei und so weiter. Tja, alles ist offen.